Erstmal so. So. Und dann gehe ich eben zur Kaktor-Statue und dann werden wir eben zur Jägersiedlung zurück. Wir sind jetzt schon eine Stunde 28 am Aufnehmen. Aber es muss jetzt heute die Nacht auch nochmal sein. So. Und halt. Jetzt gehen wir auch, jetzt speichern wir auch und gehen zurück zur Chronosphäre, weil jetzt gehen wir das erste Mal nach Serendipity. Nach Serendipity. Ich muss nur mal eben ganz kurz gucken, wo ist denn das? Serendipity kommt danach. Und wir werden uns später definitiv noch die ganz großen und ganz schweren Monster hier vorknöpfen. Die Seath und den Longgui. Oder Longgui, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Obwohl Longgui hört sich irgendwie so ein bisschen pervers an. So, die Steppe verlassen wir jetzt erstmal. Also wir wissen auf jeden Fall, dass wir hier so ein Urartefakt haben. Ich weiß gar nicht, können wir das denn schon verwenden? So, ich möchte doch nochmal gucken. Nur nochmal ganz kurz gucken. Wir sind auch lange in der Steppe gewesen, lange. Das tut mir auch ein bisschen leid, wenn das dann doch ein bisschen zu langweilig geworden ist. Aber wie gesagt, es ist halt immer sehr, sehr interessant, dass man halt so vieles freischalten kann. Und hier sind es eben nicht die Fragmente, sondern die ganzen Geheimnisse drumherum. Nee, der wollte nicht mit uns sprechen. So, auf dem Weg werden jetzt wahrscheinlich noch einige Goblins erscheinen oder so. Nee, einige besondere Puddings. Den konnten wir jetzt irgendwie gar nicht treffen. Ich war irgendwie zu blöd. Faulpudding. Ja, das sind dann so richtig verfaulte Tomaten. Blitzgar. Aber wir werden sowieso im Erfolgsfall werden wir mal gucken. Gut. Wäre ich fast wieder zu diesem Vieh hingegangen. Nee, das brauchen wir erstmal nicht versuchen, das Vieh da zu besiegen. Ich dachte gerade da hinten etwas gesehen zu haben, aber das war nichts. Wir haben auf jeden Fall dieses Portal jetzt frei, so wie es aussieht. Wir haben auch den Schokobo hier.
werden uns den jetzt ganz gewaltig vorknöpfen. Das ist mit einer der stärksten Brecher. Wenn das Vieh erstmal geschockt ist, dann haben wir super Chancen. Okay. Oh. Auch Noel ist zu Boden gegangen. Okay, dann ist egal. Brauchen das Vieh jetzt nicht bekämpfen. Yep. Okay, bin ich gespannt, wohin wir gelangen. Jo, wunderbar. Da gehen wir jetzt aber noch nicht hin. So, auf jeden Fall diese Zeitlinie haben wir schon mal soweit. So, dann gehen wir mal ins Casino. Beziehungsweise allgemein nach Serendipity. Weil da wartet was ganz Wichtiges auf uns. Okay, die Vergnügungsstadt. Wow, check it out. What is this place? Cool, I don't think it's a theme park. Maybe a casino? But I've never seen anything like it before. Well, I guess it's worth taking a look. Gut. Gut, wir haben die Casino-Karte erhalten, einen Münzcoupon. Mock verdrückt sich zum Zocken. Ja, ist das geil. Mock vergnügt sich auf eigene Faust. Yo, voll der Zocker. Hier ist das Portal. Gut, dann gehen wir selbst auch mal rein. Alter, ich würde ja einen Drehwurm kriegen, wenn ich in so einem Casino arbeiten würde. Ja, man gut, dass mein Casino ein einfaches ist. Some areas are still under construction. I hope you come back when they're... Lightning Mask. Bin ich ja mal gespannt. Was uns hier erwarten wird. I'm here to assist you with whatever you do. You have any questions? Ah.
Achso, das Kartenspiel gibt's noch gar nicht. Pressure you into choosing something. We're all friends here, you know. As long as you have. Not very subtle, are you? I just tell it like it is. Would you some free advice? Stick with what you're comfortable with, and you, but it doesn't hurt to experiment a little. Ich will Casino-Münzen haben. Ich will zocken. Na. Good day and welcome. Oh, if we did, well, my friend, we stand far above. Is it almost like? If that's what you took from my words, then. What's the end? Why didn't you double down? Was I spoiling the game? Welcome. In order to play the games at the, once you won yourself more, stop by. Okay. Ja, gehen wir gleich aufs Ganze. Nein, natürlich nicht. May you be blessed by the goddess. Did you notice? One of the prizes you can win is a chaos crystal. What do you think? Should we try for it? I am the owner. Be prepared for anything. What you need to do. The faces on the coins convey different emotions. The machines have good. Talk to me if you want. It's not bad. Yeah. One more time. Don't forget, there's all. So good. You need to keep your calm. Warte noch mal. The machines have good. Talk to me if. It's not doing well. The machines have. Talk to me if. It's not doing well. The machines have talked to me. Warte mal, eben hat sie was anderes gesagt. Na egal. War jetzt der Casino-Schalter, ne? Ja, dann werden wir das erste Mal in unserem Leben werden wir so ein bisschen Glücksspiel betreiben. Zocken! Ja, damit werden wir dann auch gleich spielsüchtig, hoffentlich, Schokoborennen. Welcome to the Chocobo Ring. I see you have a... Do you have a Chocobo? You need to register your Chocobo and you can win Casino Coins by betting on the... Welcome to the
Nee, ich möchte nicht. Ich möchte erstmal an keinen Rennen teilnehmen. So, Schokobo-Rennen sind nicht so mein Ding. Ich denke mal, wir versuchen uns erstmal an den Spielautomaten. Damit kenne ich mich aus. Ich arbeite schließlich in einem Casino. Ich spiele daran zwar selbst nicht, aber man kriegt ja genug mit. Das Geheimnis an Spielautomaten ist, es gibt kein Geheimnis. Es gibt keine Tricks, nix. Wer euch das erzählt, ihr müsst das und das machen, falls ihr jemals